Zöschpark, die 38. Zürcher Herbstmesse, läuft seit dem 24. September und geht noch bis am 4. Oktober. Werner Egli, Zöschpark ist etwas Besonderes für Zürich, jedes Jahr wieder. Was ist das Besondere an der Zöschpark, der Reiz, wo immer so viele Leute auf Oerlikon rauszieht? Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube, es ist einfach die ganze Atmosphäre. Es ist etwas, wo jeder sagt, ich freue mich wieder, nächsten Herbst wieder Zöschpark. Aber was es genau ist, kann ich Ihnen nicht sagen, es ist fast ein bisschen ein Geheimnis. Zöschpark hat jedes Jahr wieder ein bisschen etwas Besonderes. Das ist vielleicht auch der Anreiz, dass man sagt, das nächste Jahr gehen wir wieder schauen. Was ist das Jahr das Besondere an der Zöschpark? Ja, wir haben etwas Altes, das aber immer wieder zieht, das ist Beruf an der Arbeit, die Sonderschau, die Berufswahlschau, wo wirklich lebendig geschaffen wird, das heisst Berufe an der Arbeit und die arbeiten dort. Dann haben wir die Landwirtschaft, das mal mit einem ganz lustigen Thema, landwirtschaftliche und bäuerliche Kultur und Handwerk. Wir haben die UNICEF, wir haben eine Arena, eine Zöschpark-Arena, dann haben wir Berlin bei uns. Berlin, wo jetzt ja feiert, sein Jubiläum. Vorher hat man Festivitäten gemacht, man hat Kultursachen gemacht und wir bringen jetzt da die Wirtschaft, Design aus Berlin. An der Zöschpark wird geschaut, an der Zöschpark wird aber auch geschafft. Und wie geschafft wird, das werden wir jetzt auf einem Rundgang durch die Messe schauen. Warum gehen Sie an Zöschpark? Ich gehe jedes Jahr an Zöschpark, weil mich das sehr interessiert. Heißt etwas machen heute oben, wegen dem im Prinzip? Ja, wir wollten die Modenschau schauen. Ja, um so Neuigkeiten zu sehen. Es ist sehr gut. Ein Messerundgang gibt natürlich auch Durst. Und da an Zöschpark hat man genug Möglichkeiten, zwischendurch etwas Kühles zu trinken. Das machen wir jetzt auch hier. Aber eigentlich aus einem ganz besonderen Grund. Wenn Sie heute im Restaurant waren, ist es Ihnen vielleicht aufgefallen, das Bier hat aufgeschlagen. Herr Knobel, warum ist das heute so? Ja, in erster Linie kommt der Aufschlag der Wirte zu gut. Und beim Gastwirtschaftsgewerbe haben einfach die neuen Gesamtarbeitsverträge, unter anderem ist dort jetzt der 5-Tage-Woche obligatorisch, haben eine hohe Belastung gebracht. Und irgendwo muss der Wirt seinen Ausgleich suchen. Und so ist auch das Bier ein Artikel, den er hat müssen aufschlagen. Und der Aufschlag kommt darum auch zu 3/4 dem Gastwirtschaftsgewerbe zugute und zu einem Viertel der Brauerei. Jetzt, wenn man das Bier im Laden kauft, schlägt es dort nicht auf. Warum das? Die Läden, die haben ja auch ihre Personalkosten und die werden auch nicht unbedingt niedriger. Warum schlägt es nur in den Restaurants auf? Ja, bei den Läden sind natürlich die Kosten eher gleich geblieben, weil die haben ihre 5-Tage-Woche oder ihre Gesamtarbeitsverträge schon vorher gehabt. Während beim Gastgewerbe ist das völlig neu. Das hat erst den neuen Gesamtarbeitsvertrag mit sich gebracht. Wie gross sind die Erhöhungen denn, die von heute an gelten? Also zum Beispiel bei einer Stange kostet, der Stange hat bis jetzt 1,70 gekostet. Jetzt muss ich genau schauen, das ist richtig sagen. 1,70 kostet und kostet jetzt 1,80. Und ein grosses, also 5 Dezibier, Bier, hat 2,50 gekostet und jetzt kostet es 2,70. Bei einer Flasche Bier, die hat 3 Franken gekostet und kostet jetzt 3,20, eine grosse. Und ein kleines Bier hat 2,30 gekostet und kostet jetzt 2,40. Warum gibt es immer so viele Diskussionen? Es ist eben im Kaffee so, wenn das Bier 10 oder 20 Rappen aufschlägt, da muss man Preisüberwacher in Bern damit beschäftigen. Woher kommt das? Ja, Bier ist schon seit Jahrhunderten ist das eine Art ein politischer Preis beim Bier. Also schon früher hat es an Teilorten in Deutschland Aufstände gegeben, wenn sie das Bier teurer machen wollten. Es ist offenbar ein Getränk, das so beim Volk verwurzelt ist, dass man einfach auf alles reagiert. Und man will überzeugt sein, dass Bier, dass man nicht übers Ohr gehauen wird mit so einem Aufschlag. Mir ist in den Restaurants schon aufgefallen, dass die gleichen Leute, die über 10 oder 20 Rappen Kaffeepreis
oder Bierpreis diskutieren, in der gleichen Zeit, wo sie einen Kaffee oder eine Stange trinken, ein Mehrfaches an Geld in Spielautomaten einrühren. Das ist also vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Ich stelle Ihnen hier schnell das neueste Modell von der Philips vor. Es ist ein kleiner, kompakter Staubsauger. Er ist sehr leislig, er ist stufenlos regulierbar. Er hat 4 Filtersysteme. Ich kann Ihnen das schnell zeigen. Sie können stufenlos hier regulieren, bis auf 1200 Watt hoch. Kompakt heisst, er hat das ganze Zubehör drinnen integriert. Sie müssen es nicht mehr suchen. Der Staubfilter hat 3,5 Liter Inhalt, ist sehr einfach zum Innen- und Rausnehmen. Sie haben nie keine schmutzige Hand dabei. Kleinhandlich. Neben unzähligen Haushaltgeräten von allen Marken gibt es an der Züspa aber auch die heimlichen Attraktionen. They'll like that fancy world, champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls. Audio Z, Züspa Studio. Natürlich gehören seit ein paar Jahren auch die Lokalradios zu der Züspa. Sie berichten von und über die Herbstschau und verkaufen ihre beliebten Souvenirs. Und in erster Linie halten sie Kontakt mit ihren Hörern, mit ihrem Publikum. Europawetter und Veranstaltungskalender und verschiedene Schwerpunkte. Erste Berner Tanztag, wir informieren. Maria Walliser kurz von ihren Olympia-Vorbereitungen, der Urs Freuler Vorbereitungen zum 6-Tage-Rennen. Wir bringen ein exklusives Interview. Was gefällt Ihnen am besten an Züspa? Ja, also ich kann es nicht genau sagen. Mit uns ist jedes Jahr zwar immer das Gleiche und es ist zwar immer wieder interessant. Ja, ein bisschen viel Blödsinn. Ja, wir haben eigentlich die Videokamera so ein bisschen angeschaut. Aber das ist nicht die rechte Ausstellung, sondern müssen wir eh wieder auf die Fähre gehen. Meine Krawatte. Oh je, am besten es absitzen. Gefällt eigentlich so das Anschauen und so. Und eben so die Maschinen und so anschauen, gefällt mir so gut. An der Züspa, ja. Modeschau zum Beispiel gefällt mir sehr gut. Und eben da die alle die vielen Küchenmaschinen. Ja, dass es so viele Sachen zu sehen gibt. Käseschnitten. Ja, die Leute. Ja, am besten, also, wenn man etwas gratis bekommt zum Essen. Die schönen weißen Küchen, die wir angeschaut haben. Die neue Technik von Nähmaschinen, neue Technik von Haushaltmaschinen und neue Fahnen vor allem. Das hat dir am besten gefällt. Sie. Danke vielmals. Züspa Faszination erlebt man aber auch dort, wo es fröhlich zugeht und wo Menge Ausstellungsbesuche endet.